Ja, eine der Fragen war, darf man das Mobiltelefon während der Fahrt benutzen? Darf man ein Video aufnehmen? Die Antwort ist grundsätzlich jein, weil die Verwendung des Mobiltelefons grundsätzlich während der Fahrt verboten ist. Da sind wir beim springenden Punkt während der Fahrt. Das heißt, ich darf nicht während der Fahrt ein Navigationsziel eingeben, auf Start oder auf Stopp drücken, Facebooken, Instagramen und so weiter und so fort. Das ist während der Fahrt tabu. Ich darf aber sehr wohl während der Fahrt die Freisprecheinrichtung benutzen. Das muss nicht die Freisprecheinrichtung des Autos sein, sondern das kann auch die Freisprecheinrichtung des Handys sein. Da gibt es ja den Lautsprecher-Button, den kann man aktivieren, das Handy in die Mittelkonsole legen beispielsweise und so telefonieren. Es ist sogar erlaubt, das Telefon in die Hand zu nehmen. Das heißt, man nimmt das Telefon in die Hand, hat den Lautsprecher aktiviert und selbst das ist erlaubt während der Fahrt. Der springende Punkt ist halt immer, man darf nicht abgelenkt sein. Weil die Frage aufgetaucht ist, darf ich quasi ein Video machen während der Fahrt? Wenn ich dadurch vom Straßenverkehr nicht abgelenkt bin, dann darf ich das natürlich. Ich darf ja auch mit meinem Beifahrer sprechen, ich darf mit einer Freisprecheinrichtung telefonieren. Das ist ja alles erlaubt, solange ich vom Verkehr nicht abgelenkt bin. Auch wenn mir das Handy in den Fußraum fällt, darf ich es grundsätzlich aufheben, aber nur dann, wenn ich quasi es schaffe, es aufzuheben, ohne dass ich den Blick von der Straße wende. Das heißt, das sind alles Bedingungen, die Benutzung des Telefons während der Fahrt gestatten oder eben nicht gestatten. Die Idee des Gesetzgebers war ganz einfach, Menschen davon abzuhalten, das Handy während der Fahrt zu benutzen. Ich fahre jetzt auf die Autobahn, 80, 100 Stundenkilometer, drücke am Handy herum und kann dem Verkehrsgeschehen nicht mehr folgen, weil ich abgelenkt bin. Das ist quasi die Intention des Gesetzgebers. Kein Instagram, kein Facebook und so weiter, keine Ablenkung während der Fahrt. Jede Ablenkung, die meine Aufmerksamkeit auf den Verkehr beeinträchtigen könnte, das ist verboten. Gut, zur Frage, wo darf ich mit meinem Führerschein der Klasse B und der Zusatzeintragung 111 überall fahren? Kurz zum Ausholen, der Code 111 ist ein nationaler Code, der erlaubt mir innerhalb von Österreich, wenn ich eine Ausbildung gemacht habe und entsprechend 5 Jahre mindestens die Lenkberechtigung Klasse B ohne Entzüge habe und nicht mehr in der Probezeit bin, tatsächlich Motorräder der Klasse A1 zu fahren. Klasse A1 bedeutet nicht mehr als 125 Kubikzentimeter und nicht mehr als 11 Kilowatt Motorleistung. So, nun, wo darf ich das fahren? In Österreich natürlich klar, in Spanien darf ich es nach mindestens 3-jährigem Besitz der Klasse B. Sollte leicht fallen, warum? Ich brauche ja 5 Jahre die Lenkberechtigung der Klasse B in Österreich, um überhaupt den Code 111 zu bekommen, also in Spanien darf ich es. In Portugal darf ich es ab dem Mindestalter von 25 Jahren. In der Tschechischen Republik darf ich nur mit Automatikfahrzeugen fahren, wenn es sich um Fahrzeuge, die ich mit dem Code 111 entsprechend fahren darf, handelt. In Italien und Lettland gibt es hier keine weiteren Einschränkungen, die darf ich fahren. Überall anders dürfte ich es nicht. Natürlich hier interessant vielleicht, wenn ich tatsächlich die Klasse A, A2 oder A1 habe, darf ich natürlich mit einem 125er Motorrad der Klasse A1 überall fahren, ohne weitere Einschränkungen, weil es sich hier nicht nur um eine nationale Berechtigung handelt, sondern das überall anzuerkennen ist. Ja, ich stehe an der roten Ampel, da darf ich mein Mobiltelefon bedienen. Daher kommen wir zur nächsten Frage, nämlich Kredit versus Leasingfinanzierung. Grundsätzlich ist es so, pauschal kann man nicht sagen, dass eines von beiden besser ist. Das hängt sehr stark von der persönlichen steuerlichen Gebarung ab. Ist man Unternehmer, ist man Privatperson. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt quasi bei der Privatperson bleibt, dann kann man sich anschauen, die Gesamtbelastung bei einer Kredit- und bei einer Leasingfinanzierung und kann unterm Strich dann sagen, was ist günstiger. Das hat die Arbeiterkammer Oberösterreich im Mai letzten Jahres gemacht. Die hat sich das angesehen und ist zum Schluss gekommen, dass die Leasingfinanzierung bei der Gesamtbetrachtung günstiger ist. Das wird jetzt viele überraschen, weil man landläufig der Meinung war, dass das Leasing teurer ist als der Kredit. Das war eben jetzt im Mai 2017 nicht der Fall, da war das Leasing günstiger.
Was man aber beachten muss, sind ein paar Dinge, wenn man eine Leasingfinanzierung aufnimmt. Der erste Punkt ist, bei einer Leasingfinanzierung ist man nicht zwangsläufig Eigentümer des Fahrzeuges, sondern die Leasinggesellschaft bleibt Eigentümer. Der zweite Punkt ist, man vereinbart einen Restwert am Ende der Leasinglaufzeit. Und dieser Restwert sollte möglichst realistisch angenommen werden. Jetzt können wir alle nicht in die Glaskugel schauen, wie viel ein Auto am Ende von 4, 5, 6, 7 Jahren wert ist. Das heißt, es bleibt eine Schätzung. Je besser die Schätzung ist, desto weniger Differenz gibt es am Ende der Leasinglaufzeit zwischen dem tatsächlichen Betrag, dem Restwert des Fahrzeuges und dem eben zu Beginn des Leasings ausgemachten. Diese Differenz muss nämlich bezahlt werden, wenn man an das Ende der Leasinglaufzeit kommt und das Auto entsprechend herauslösen möchte oder eben die Abschlussberechnung mit der Leasinggesellschaft macht. Noch ein Punkt bei der Leasinggesellschaft, es ist natürlich auch so, dass außergewöhnliche Abnutzungen am Fahrzeug, sprich außergewöhnliche Kratzer, Beschädigungen etc. bei der Leasinggesellschaft sehr deutlich zu Buche schlagen. Das heißt, das kostet richtig Geld, wenn man ein Leasingfahrzeug zurückgibt und es hier zu Beschädigungen während der Vertragslaufzeit gekommen ist, die über das normale Maß hinausgeht. Normale Abnutzungserscheinungen sind natürlich im Leasingentgelt entsprechend berücksichtigt. Das heißt, zu beachten beim Leasing ist, ich bin nicht Eigentümer des Fahrzeuges, sondern ich bin quasi nur Nutzer. Punkt 2 ist, ich habe einen Restwert, den ich mir sehr genau überlegen muss. Und der dritte Punkt ist, wenn ich das Fahrzeug zurückgebe, muss ich eben schauen, ob die Abnutzungserscheinungen am Fahrzeug, wie die quasi mit der Leasinggesellschaft verrechnet werden. Da soll man auch sehr genau unterscheiden bei den einzelnen Leasinggesellschaften. Also man soll auf jeden Fall den Vertrag, den man hier abschließt, gründlich prüfen. Ein weiterer Punkt, den es zu beachten gilt, ist eine Vollkaskoversicherung. Normalerweise ist es so, also in 99% der Fälle ist es so, dass eine Leasinggesellschaft eine Vollkaskoversicherung verlangt. Die wollen ihr Risiko natürlich absichern, das heißt, zu einem Leasingvertrag gehört zwangsläufig eine Vollkaskoversicherung. Das ist bei der Kreditfinanzierung nicht so. Das heißt, hier kann es natürlich einen Unterschied machen in der Endabrechnung, ob die Leasingfinanzierung oder die Kreditfinanzierung günstiger ist, wenn ich sage, ich möchte mein Fahrzeug nicht Vollkasko versichern und habe bei der Kreditfinanzierung eben die freie Wahl. Bei der Leasingfinanzierung habe ich das nicht. Also dahingehend pauschal zu sagen, ob eine Leasingfinanzierung oder eine Kreditfinanzierung besser ist, kann man nicht. Das muss man im Einzelfall betrachten. Aber momentan, bei der momentanen Zinslandschaft ist es so, dass die Zinsen sehr niedrig sind und sich momentan das Leasing besser schlägt als die Kreditfinanzierung. Das heißt, momentan ist es unterm Strich gerechnet, wenn man quasi auf beiden Seiten Vollkaskoversicherung nehmen würde, wäre die Leasingfinanzierung derzeit die günstigere Variante. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch getaugt und alle Fragen sind beantwortet worden. Sollte noch etwas offen geblieben sein, könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben. Ihr könnt aber auch gerne weiterhin unten in den Kommentaren eure Fragen hinterlassen. Ich werde auch in den nächsten Wochen einzelne Fragen rauspicken und versuchen, diese zu beantworten. Sollte ich mal etwas nicht wissen, dann werde ich mir Experten dazu holen, die mir damit Rat und Tat zur Seite stehen. Und ja, ich hoffe, es hat euch getaugt und wenn ihr Fragen habt, dann bitte in die Kommentare. Grüß euch, schönen Tag.